Eine junge Frau ging zu einem Arzt und sagte: Ach Doktor, mein Körper tut überall weh. Einfach alles an meinem Körper tut weh. Der Arzt sah sie an. Sie sah ziemlich jung und gesund aus. Er sagte: Das erscheint mir seltsam. Jeder Teil Ihres Körpers tut weh? Zeigen Sie mir, was passiert. Sie sagte: Sehen Sie sich das nur an, Herr Doktor, und sie berührte ihr rechtes Knie. Ah, schrie sie. Dann berührte sie ihren linken Ellenbogen. Ah, schrie sie. Sie berührte ihren Hals und sie schrie. Der Arzt sagte: Nun gut, entspannen Sie sich einfach. Und er brachte ein kleines Pflaster und tat es auf ihren Finger. Da war eine Verletzung im Finger. Wenn also Schmerz kommt, Leid kommt, Elend geschieht, nicht die Zeit, um umherzuschauen. Das ist immer das Problem. Wenn du unglücklich bist, denkst du, jemand anderes muss in Ordnung gebracht werden. Nein, 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 nein. Wenn du unglücklich bist, muss dies in Ordnung gebracht werden, nicht jemand anderes. Nein, ich bin unglücklich, bring die Situation für mich in Ordnung. Nein, nein, nein. Wenn du unglücklich bist, wer sollte in Ordnung gebracht werden? Wenn du krank bist, wem sollte die Medizin gegeben werden? Sollen wir es jemand anderem geben, wenn du krank bist? Wenn du Hunger hast, sollen wir das Essen jemand anderem geben? Nein. Es funktioniert nur, wenn du es diesem hier gibst, nicht wahr? Wenn es beim Essen so ist, bei der Medizin so ist, trifft das dann nicht auch auf jeden anderen Aspekt zu? Sowohl dein Elend als auch deine Freuden werden von innen verursacht. Also muss sich hier darum gekümmert werden, nicht irgendwo anders. Je früher du das lernst, desto anmutiger und wunderbarer wird dein Leben werden. Wenn du ein Leben brauchst, um das zu verstehen, wird das Leben seine ganz eigenen Wege gehen.